Ja, geht. Geht klar. Du hast perfekten Griff, weil du hast das Licht eh an, machst dann zu, schießt genau. Deinen String, hast keine schlechte Rückschlusskontrolle, genau. Licht ausweg. Weil wenn du Momentary hast, dann musst du immer bei Surefire jetzt nach vorne, yeah. Musst du immer dich konzentrieren, ich muss noch nach vorne drücken. Ich habe jetzt Streamlight, also diese Strobo-Funktion finde ich nicht so nötig. Auch die Switches, sage ich jetzt mal, wenn qualitativ, ist einfach nicht das gleiche wie Surefire oder Notlight. Und ich sag, NVG ist ja etwas, wenn du das kaufst, ist viel Geld. Mhm. Und dann brauchst du es nicht einfach nur, um zu schießen, sondern du kannst auch einfach ganz easy damit wandern oder einfach in den Bergen. Warum nicht? Also gehe ich jetzt davon aus, dass in der Schweiz dir niemand was sagt. Hat es jetzt Haltepunkt? Obere Schlüsselbein eigentlich. Mhm. Pass auf, mittleres Target Headshot, okay, da halte ich jetzt Oberkante Papier. Ja. Okay. Jetzt bist du zu hoch. Bist du zu hoch. Jetzt, wenn ich Oberkante Kreis mache, ist er drin. Das siehst du jedes Offset. Es ist nicht so schlimm. Ich habe vorher gehalten hier mit Punkt. Ich halte immer Punkt Mitte. So, und dann ist er da und dann habe ich gehalten genau hier und dann ist er genau da. Ich habe hier ein BCM Lower mit Trigger, Radiant Sicherung, ist der 10,3 Zoll URGI Geissele Upper. Dann habe ich hier den Unity Absolute Riser mit dem XPS 2. Auf der anderen Seite habe ich die Modlight Lampe mit Montage dazu und Mod Button. Schalldämpfer B&T, das ist der SRBS DI System. Ich musste fast ein Flow-Through nehmen. Weil sonst hätte ich alles Gas in der Fresse. Dann Pistol Grip ist auch eigentlich BCM und Buttstock auch BCM. Gar kein Rückstoß. Das ist nicht schlecht. Die ist wirklich geil. Also der Handschutz, wenn du viel mit Schalldämpfer oder einfach allgemein kurzer Lauf, es wird schon hot. Ich war schon mal draußen schießen und ich musste sagen, scheiße, ich muss wirklich eine Pause machen. Ich bin sicher ein Fan von Two-Point-Sling, absolut. Genau. Du laufst auch nicht hier hinten? Nein, weil ich bin in der Meinung, wenn ich hier hinten hucke, dann es ist mir immer im Weg bei der Wange. Und wegen dem habe ich es hier vorne. Beim Handschutz habe ich es auch relativ nahe am Gehäuse. Ich habe hier noch so einen speziellen, weil ich ja einen 10,3 Zoll habe, meine Hand eigentlich hier platziere, nice. So. Und dann hatte ich zuerst die MacBook QD. Ja, ja. Und dann habe ich immer hier über den QD gegriffen. Und jetzt habe ich so eine, ich weiß gar nicht mehr, was es ist. Jetzt habe ich so eine QD-Mount gefunden, die eigentlich den M-Lock hier hält und den QD aber nach hinten versetzt. Ja. Normalerweise, wenn ich jetzt wirklich die Waffe viel bewegen will, bin ich immer ein Freund davon, nur noch um den Hals zu haben. So. Weil ich dann einfach du bist hier beweglicher, absolut. Komplett beweglich bin. Du kannst auch den Schulterwechsel machen und die Hand nicht wechseln. Wenn ich jetzt so den machen würde, dann chokes mich halt. Ja.
Also muss ich halt darauf achten. Ja, dass du jeweils ins Link gehst. Ja. Ich bin auch in der Meinung, immer sichern. Es gibt Leute, die machen zum Beispiel dieses, also Standing, Kneeling und liegend. Mhm. Und die sind in der Meinung, wenn du stehend schießt und ins Knien gehst, dass du nicht sicherst und dich sicher immer. Ja, ich will auch. Wenn ich die Möglichkeit habe, immer. Sicher. Weil es also, ist ja eigentlich nur ein Trainingsding, wenn du es immer machst. Ja, ja. Und das ist zu schnell. Ja. Es ist zu schnell gemacht. Du merkst es eigentlich gar nicht. Irgendwann, wenn du diese Drills einfach hundertmal, hunderttausende Mal machst, dann ist auch, also es ist ja auch schon vorher cool, aber wenn es wirklich alles funktioniert, du hast dein Placement perfekt, dann hast du auch brutal Freude daran.